Hallo und herzlich willkommen hier bei Olli Hess. Heute würde ich euch gerne mal zeigen, wie man seinen Gong wieder sauber bekommt nach den alltäglichen Gebrauchsspuren. Ja? Dafür nutze ich ein altbewährtes, gutes Mittel von der Firma Sidol. Dort tränke ich dann meinen Lappen sehr doll drin. Trage dabei auch Handschuhe, weil ich sonst schwarze Finger bekomme. Dann das Ganze in einer flüssigen Bewegung auf dem Gong auftragen. Hierbei ist zu beachten, dass wir auch nur die Membrane putzen, also die Spielfläche, nicht den Rand, weil dieser gewachst ist. Nicht sonst diesen ganzen Wachsschicht da wieder mit runterholen würde. Dann das Ganze gut einmassieren. Den Lappen an der Seite, dann hat man immer schöne neue Putztücher bei sich liegen. Fängt an mit Druck und auch wieder fließende, schnelle Bewegung, das Mittel wieder runterzuholen, weil es sonst zu schnell eintrocknet. Hier könnt ihr mal sehen, was da so runterkommt. Dann besorgt man sich das nächste Tuch. Hier auch wieder etwas kreisförmig arbeiten. So, und schon hat man den Gong wieder schön auf Hochglanz. Ja, vielen Dank.